Tag auch, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars hier heute am heutigen Aufnahmemarathon. Meine Güte, ist heute viel los. Wir sitzen in einem Ariel Atom und das Ganze auch in England, denn wir sind auf der Silverstone Stowe-Variante, ich glaube, das spricht man so richtig aus, unterwegs, zu der ich kaum Informationen gefunden habe. Hier werden so kleine Single-Seater-Rennen ausgetragen und es ist wohl irgendwie die alte Kriegslandebahn oder sowas. Da steht die Strecke noch drauf, beziehungsweise ist das wohl genau der Abschnitt, auf dem wir uns gerade befinden. Lange Gerade natürlich. Ja, ist eine recht kurze Runde und wir haben uns dafür ein schön spitzes und schnelles Auto ausgesucht. 300 PS circa, ich glaube 600 oder 700 Kilogramm Gewicht, also da ist wirklich nicht viel dran und das sieht man auch. Ja, und wir legen direkt mal los hier. Klingt ja ein bisschen komisch, die Karre, aber das soll uns nicht davon abhalten. Die geht nämlich nach vorne wie Sau. Achtung! Da gesehen, ne? Geht gut ab. Rechts unten steht die Geschwindigkeit leider in Meilen pro Stunde. Deswegen bitte einmal umrechnen immer. 60 Meilen sind 100 km/h, 100 Meilen sind 160 km/h. Wie wir jetzt ungefähr hier erreicht haben. Ihr habt da vielleicht gesehen, am Ende poppt diese Tire Wall, die taucht auf einmal auf da. Das Level of Detail stimmt da noch nicht von der Einstellung her. Deswegen denke ich mal, die Strecke ist noch nicht optimiert. Aber super geil, dass sie dabei ist. Bin ich noch nie gefahren, diese Variante. Und scheint einen heiden Spaß zu machen. Ist recht mit so einer Karre. Ist wohl irgendwie im Infield. Der Silverstone National Variante, glaube ich. Ich kenne mich da leider nicht mit aus. Mit Silverstone sowieso nicht. Ist ja nicht meine Lieblingsstrecke. Das ist da. Ist ja mein englisches Willow Springs sozusagen. Aber diese Strecke ist mal richtig geil. Gerade diese Kurven hier. Und sind natürlich für einen Single-Seater perfekt geeignet. Kann ich mir gut vorstellen. Da macht bestimmt so Formula Gulf. Macht dann einen Spaß drauf. Aber auch der hier, da brauchen wir uns nicht mit verstecken. Und das Force Feedback, beziehungsweise das Fahrgefühl, ist echt geil. Ich fand den ja immer schon recht nice. Obwohl der mir oft noch zu zahm war. Aber jetzt hier, vierter Gang. Oh, wir müssen hierher. Ja, sonst geht's in die Box. Vierter Gang, 100 km/h, dann kannst du rumdriften, gar kein Problem. Und dann guck mal, wie der rausbeschleunigt. Fünfter. Ah, wir können hier leider nicht voll durchziehen. Wir brauchen hier ja schon fast Scheiße. Ne, geht auch noch. Oh, bisschen schnell. Ja, okay. Das geht dann auch nicht. Ja, wir machen nur 10 Runden. Das wird nicht lange dauern hier. Ich weiß ja, das ist nicht so spannend, wenn ich hier alleine um die Strecke gurke. Aber das macht zum einen heiden Spaß. Und zum anderen zeigt es auch verdammt gut, wozu Project Cars in der Lage ist. Auch fahrtechnisch mittlerweile bei solchen Sachen extrem zu glänzen. Was vorher bestimmt garantiert auch mit manchen Kombinationen der Fall war. Das habe ich ja nie bestritten, dass die GT3-Klasse zum Beispiel sich immer super angefühlt hat. Aber so langsam kriegt man das Gefühl bei immer mehr Kombinationen. Irgendwie knarzt mein Stuhl gerade. Scheiße, da habe ich jetzt kurz hingeguckt, ob da irgendwas. Ne, da ist doch nichts. Na egal, fahren wir weiter. Handicap, was soll's? Ich weiß gar nicht, was wir hier für ein Türchen drin haben. Ich glaube, so ein 2 Liter Honda Civic Motor. Und dann aber mit einem schönen Kompressor drauf geklatscht. Kann auch sein, dass ich mich da jetzt irre. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Und gar nicht mal so teuer das Spaßgerät hier. Irgendwie 50.000, 60.000 oder so. Ich weiß nicht, wie teuer dann da der Import kommt, weil der Ding kommt nun mal aus England. Ist natürlich teuer, ne? Versteht mich nicht falsch, aber dafür, dass du hiermit wahrscheinlich in unter 3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigst. Wo du normalerweise einen Aventador für brauchst oder sonstige Geschosse. Das ist preislich natürlich schon deutlich attraktiver. Allerdings kein Dach, keine Türen. Nix an Komfort.
Mann. Jetzt verkacke ich hier aber regelmäßig. Oh, verdammt. Ja, hier geht setup-mäßig garantiert auch noch einiges. Wenn man da so ein bisschen rumfummelt, wird er hier richtig schnell. Oder noch schneller, als er eigentlich schon ist. Ah, hier bin ich aber generell auch zu schnell. Da kann man eigentlich viel kontrollierter durch. Über 8000 Touren dreht das kleine Motörchen hier. Kann ich mir in einem echten Rennen vielleicht auf Dauer ein bisschen nervig vorstellen, wenn du da zwei Stunden in dieser Karre hockst und die ganze Zeit diesen akustischen Bienenschwarm um Ohren fliegen hast. Boah, kein Gang drin. Ich schaff's den aber auch irgendwie nicht, ohne übersteuern durch die Kurve zu kriegen. Das ist auch das Geile teilweise. Komplett untertourig, aber trotzdem noch ein Übersteuern daraus kitzeln. Das habe ich in Project Cars auch öfter als in zum Beispiel Assetto Corsa. Was ich aber als realer empfinde irgendwie. Ja, da sind aber auch so Feinheiten. Kann auch jetzt autospezifisch sein, das kann man so nicht sagen. Also ich kann es so nicht sagen, da fehlt mir die Erfahrung. Wieso sagst du es dann, du Idiot? Das fühlt sich doch mal einigermaßen anständig an. Ja, okay, außer hier haben wir es dann vergeigt. Mal ein bisschen weit raus. Actionmäßig. Aber schnellste Rundzeit, ne? Oh, und da mussten ein paar Pylone dran glauben. Oder diese aufgestellten Pappdinger. Finde ich übrigens, hat einen geilen Flair. Auch guck mal, wie weit wir einen geschossen haben. Aber hat so ein geiles Ambiente auf der Strecke, ne? Bisschen was von Übungsplatz oder so. Ah, das klappt aber schon echt anständig hier. Das macht eine heiden Laune. Stelle ich mir vielleicht für Rennen so ein bisschen schwierig vor, weil die Strecke halt super eng ist. Und da ziemlich wenig Überholmöglichkeiten dabei sein werden. Aber okay, in einem Multiclass-Rennen oder so, also mit verschiedenen Fahrzeugen. Kein reines Markenrennen, dann geht's vielleicht. Aber wenn alle die gleiche Karre haben, ich weiß nicht. Dann vielleicht besser für so Zeitfahr-Events, aber kann natürlich auch im Multiplayer richtig Bock machen, die Strecke, will ich dir nicht absprechen. Oh, das war zu viel des Guten. Oh, und jetzt auch noch Motor abgewürgt, das gibt's ja gar nicht. Kann man übrigens ausstellen, dass man den Motor manuell wieder starten muss. Man kann auch einstellen, dass er sich automatisch selber startet, wenn man, keine Ahnung, in den Leerlauf schaltet oder so. Ich weiß nicht genau, wie das gerade ist.
Verdammt! Zu schnell gewesen, zu fest gebremst und schon kommt er ein bisschen zu quer. Die Bremsbalance scheint mir auch ein Ticken zu weit hinten zu sein. Für meinen Geschmack. Ah, und da ist vorbei. Ja, aber witzige kleine Spaßstrecke. Auf jeden Fall so Spielplatz für Caterhams und Karts eventuell auch sogar. Formula Rookies und Formula Gulfs und hast du nicht gesehen. Und bestimmt auch in der Formula oder mit der Formula 1 lustig. Formula A. Mann, jetzt wird's aber nochmal unschön hier. Ja, ich sag danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Kurzes Video. Diesmal aber dafür war es doch hoffentlich witzig. So, bis zur nächsten Folge. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.